Naja, er ist dann nach oben auf dieses Podium, was da war. Und das Tor war ja verhängt von den Russen, auch von der DDR-Seite. Das hat ihn offensichtlich doch sehr beeindruckt. Wissen Sie, von dieser ganzen Situation an der Mauer hat man ja erst eine Vorstellung bekommen, weil man wirklich davor stand. Als die Mauer gebaut wurde, seinerzeit war ich gerade in Urlaub unten in Italien. Bin natürlich sofort zurückgefahren und hatte ja immer gehört, was da sein könnte und sonst was. Aber erst als ich dann selber da stand, habe ich begriffen, was da tatsächlich passiert war. Hat es auch auf Kennedy einen Eindruck gemacht oder konnte man das irgendwie feststellen, weil das ja eine andere Situation war als bei den anderen Stationen? Ich denke doch ja, ich denke ja, dass ihn das doch beeindruckt hat. Ich konnte ja nur, bin da ja nicht mit drauf geklettert auf dieses Podest. Aber das hat ihn mit Sicherheit beeindruckt. Und wie war das dann nochmal am Checkpoint Charlie, da wo sich damals auch, also Jahre zuvor, die sowjetischen und die amerikanischen Panzer getroffen hatten oder gegenüberstanden? Ja, das war natürlich im Grunde genommen eine ähnliche Situation, nicht? Also da hat er das, wie gesagt, er hat es dann mal gesehen, wie es wirklich ist und nicht nur im Fernsehen. Das ist doch ein himmelweiter Unterschied. Ne? Ist er genau, ich vergleiche ihn immer, ist er genau, wenn Sie als junger Mann heute Bilder sehen von, was ich hier, Stalingrad und was die Soldaten erlebt haben, dann könnte das schrecklich finden, aber wie es wirklich war, das haben Sie nur selber erleben können.